Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema ähnliche Dreiecke. Zu Beginn die Definition. Zwei Dreiecke heißen ähnlich, wenn sie dieselben Winkeln haben. In ähnlichen Dreiecken entstehen entsprechende Seitenlängen im selben Verhältnis zueinander. Das bedeutet, wenn ich zwei Dreiecke vorliegen habe und sie haben genau die gleichen Winkeln Alpha, Beta und Gamma, heißen diese zwei Dreiecke ähnlich. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann gilt zusätzlich, dass die Seitenverhältnisse der beiden Dreiecke, die denselben Skalierungsfaktor k besitzen. Das bedeutet, ich komme von dem kleinen Dreieck auf das große Dreieck, indem ich jede Seite des kleinen Dreieckes mit derselben Skalierungszahl k multipliziere und erhalte somit die entsprechenden Seitenlängen des größeren Dreieckes. Diese Eigenschaften werden wir für die nächsten Aufgaben nun benötigen. Und zwar sollen wir in dieser Aufgabe zuerst begründen, warum die beiden Dreiecke ähnlich zueinander sind und dann zweitens die Seitenlängen der beiden Dreiecke berechnen. Pausiert nun das Video und versucht die Aufgaben selbstständig zu lösen. Wir kommen dann gleich zu der Auflösung. Nun zu der Auflösung. Den ersten Punkt, wo wir begründen sollen, ob die zwei Dreiecke ähnlich zueinander sind, können wir wie folgt lösen. Wir wollen zeigen, dass beide Dreiecke dieselben Winkeln haben, Alpha, Beta und den rechten Winkel in diesem Fall. Dies können wir bewerkstelligen, indem wir von dem ersten Dreieck mit Hilfe von der Winkelsumme uns den dritten Winkel berechnen. Hier haben wir die Rechnung stehen. Alpha ergibt sich somit aus 180 Grad. Das ist die Winkelsumme von einem Dreieck. Alle drei Winkel zusammen ergeben 180 Grad. Minus die anderen beiden Winkeln abgezogen, um den Winkel Alpha zu erhalten. Also 180 Grad minus 90 Grad. Minus 60 Grad ergibt 30 Grad. Dasselbe machen wir für das andere Dreieck. Beta ergibt sich aus 180 Grad minus 90 Grad minus 30 Grad und wir erhalten für Beta den Winkel von 60 Grad. Somit haben beide Dreiecke dieselben Winkel. Alpha ist gleich 30 Grad, Beta ist gleich 60 Grad. Und den rechten Winkel von 90 Grad. Für die zweite Aufgabe, wo wir die Seitenlängen berechnen sollen, haben wir für das kleine Dreieck hier den Pythagoras verwendet. Wenn ihr Probleme habt mit dem Pythagoras, dann schaut euch das entsprechende Arbeitsblatt hierzu nochmal an. Für das andere Dreieck können wir nun die Eigenschaft benutzen, dass die beiden Dreiecke ja dieselben Winkel haben und somit ähnlich sind, dass man die entsprechenden Seitenzahlen mit derselben Skalierungszahl multiplizieren. In dem Fall wissen wir, die 3 wurde mit 2 multipliziert, um zu der Seite hier auf 6 zu kommen. Somit multipliziere ich auch die anderen beiden Seiten mal 2, um die anderen Seiten zu berechnen. In dem Fall aus 6 wird bei den anderen Dreieck dann die Länge 12 und aus 5,196 wird ungefähr 10,39 für die Seite bei dem Dreieck.